Das relativ normale Mann-Frau-Interaktionen torpediert und skandalisiert werden, das Phänomen, das haben wir ja schon seit längerem. Im Großen und Ganzen geht's hier um die Opferrolle, in die man Frauen manövriert, sobald ein Mann auch nur ansatzweise selbstbewusst flirtet. Opferposition bedeutet heute nun mal Machtposition. Wir haben das ja bei der MeToo-Seifenoper gesehen, wir sehen das in Hollywood rund um die Uhr. Wir haben es unlängst hier im Fall von Rammstein gesehen und naja, das wird auch noch eine Weile so weitergehen. Und ganz im Ernst, jeder, der so ein kleines bisschen weiß, wie Frauen ticken, der weiß, wie gerne sie sich gerade bei Qualitätsmännern anbiedern, um nämlich möglichst selbstbewusst von diesem Mann genommen zu werden. Also sobald du überdurchschnittlich Macht, Autorität und Einfluss mitbringst, dann wirst du zwangsläufig früher oder später auf solche Frauen stoßen. Da reicht es eigentlich schon aus, wenn du irgendwo mehr als normal soziale Kompetenz mitbringst. Barkeeper sind ja oft ein gutes Beispiel und ich habe da auch sehr viele kennengelernt, die mir hier ziemlich lustige Geschichten erzählt haben. Also spontaner Booby-Flash für einen Gratis-Mojito ist dort offenbar eher die Regel als die Ausnahme. Und wenn du vergleichbaren Aktivitäten nachgehst, vielleicht als Zweitjob oder auch ehrenamtlich in sozialen Bereichen, dann kann sich das in dieser Beziehung, wenn du das willst, durchaus bezahlt für dich machen. Das mal so als Tipp am Rande für dich. Oder auch Animateur, sowas ähnliches habe ich ja selbst mal in einer Jugendherberge gemacht und dort hat sich eigentlich genau das am laufenden Stück bestätigt. Frauen biedern sich an. Und zwar jenen Männern, bei denen sie sehen, dass andere ihnen folgen. Andere auf sie hören oder eben tun, was sie sagen. Der Star-Faktor zieht gewaltig. Der Sugar Daddy ist zeitlos attraktiv. Und wenn du ein gutes Maß an Selbstbestimmung sowie sozialen Einfluss auf den Tisch legst, dann werden Frauen quasi alles dafür tun, um von dir Validierung, also Bestätigung zu bekommen. Und sie tun das sicherlich nicht, indem sie sich dir intellektuell beweisen wollen, denn sie wissen, sowas interessiert eh keinen Mann, sondern eben, indem sie sich dir hingeben. Sie biedern sich dir an und geben sich dir in devoter Art und Weise hin. Und nicht selten tun sie nachher so, als wärst du derjenige gewesen, der sie ausgenutzt hätte. Eigenverantwortung zu übernehmen, das ist jetzt für Frauen nach meinen Erfahrungen eher nicht so bekannt. Das gilt für Party-Eskapaden, aber eigentlich generell in vielen Bereichen. Heute ist das ein Stück weit dahingehend besonders, dass Frauen für das Abschieben von Verantwortung auch nicht mal mehr beschämt werden. Und wir leben ja sowieso ein Stück weit in einer schamlosen Gesellschaft. Was natürlich jetzt nicht nur für harmonische Beziehungen ein Problem ist, Individualismus ist Hedonismus und dieser nun mal schädlich für Beziehungen, ich hab's schon öfters gesagt, sondern gerade auch für die Frauen selbst. Denn Frauen, die sich zügellos gehen lassen, die schamlos auftreten und einen gewaltigen Bodycount vorzuweisen haben, na, die ziehen natürlich minderwertige Männer an und stoßen hochwertige ab. Und ich sag nicht, dass du dich mit diesen Frauen nicht amüsieren kannst, nur eben würde ich nicht Zeit, endlos Geld oder sogar Emotionen in sie investieren. Komm gerne in meinen Premium-Bereich, wenn du mehr wissen willst. Mach den Daumen hoch und abonniere den Kanal, falls du neu hier bist.